Ja, Tom Klose bei mir zu Gast. In der Puck-Bar, wann ist das immer? Mittwochs, ne? Puka. Ah, Puka-Bar. Ja, Pooca. Genau, Mittwochs, Puka-Bar. genau. Jeden Mittwoch organisieren wir eine offene Bühne, da kann jeder kommen, sich die Gitarre schnappen. Und du bist meistens dabei. Bist du dann mit deiner Band da unterwegs oder Nee, spielst du auch meistens so? alleine. Wir haben auch schon da gespielt, das war der zweite Auftritt, den wir hatten. Aber meistens eben irgendwann mal mit der Gitarre. Wie hast du denn überhaupt entdeckt, dass dir Singen liegt und dass du es auch kannst? Also das mit dem Singen, zuerst war es eigentlich so, ich und mein Kumpel dachten, wir wollen eine Band gründen, weil es ist irgendwie cool. So, deswegen auch Punkrock. Punkrock war irgendwie cool. Du schreist dir die Seele aus dem Leib, dazu ein bisschen verzerrte Gitarre, lautes Schlagzeug, okay. Mehr brauchst du nicht, quasi. Da habe ich noch gar nicht so an Singen gedacht. Ich habe auch da vorher nie an Singen gedacht in der Band oder überhaupt. Und ich konnte auch noch nicht Gitarre spielen, als wir die Band gegründet hatten schon. Ich habe dann erst Gitarre gelernt, damit wir halt auch was Melodisches da reinbringen können. Also Und dann. ähnlich war es bei den Beatles ja auch. Aber dann irgendwann habe ich mich daran versucht, gleichzeitig Gitarre zu spielen und zu singen. Und deswegen ist es für mich auch eigentlich untrennbar, so ein Instrument zu spielen und zu singen. Und es ist ja halt dieses Singer-Songwriter-Ding, was ich mache. Sei es Klavier, sei es Gitarre. Ja, und dann wurde es halt immer ernster so. Auch das Gefühl, was ich mit der Musik verbunden habe, war nicht einfach nur irgendwie nur noch Krach, sondern die Melodien wurden auch, würde ich so sagen, immer melodischer. Auf deiner Website habe ich gelesen, dass dich Australien sehr beeinflusst hat. Du hast ja wohl eine Weile in Australien gelebt. War das irgendwie wegen Englisch, weil du auch Englisch studierst, oder hat dich das Land interessiert, oder was war der Grund? Das Land hat mich auf jeden Fall interessiert. Es ist ja irgendwie inzwischen so ein 0815-Ding geworden, nach Australien zu gehen. Also ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich war in Australien. Natürlich warst du in Australien, wo sonst? Nee, aber ich wollte auf jeden Fall als Austauschschüler ins Ausland gehen und ins englischsprachige Ausland, weil mich Englisch schon vorher interessiert hat. Aber richtig verliebt habe ich mich in Englisch halt erst in Australien. Und ich hatte nur eine Akustikgitarre dabei, konnte also nicht irgendwie Punkrock machen und habe mich dann eben in Australien öfters an den Strand gesetzt und da so Coldplay und sowas gespielt. Und mich eben, ja eben, und diese Affinität für Englisch, die habe ich dann halt mit nach Deutschland genommen. Mir war ab dem Moment klar, dass ich auch Englisch studieren will. Und für mich ist es eine Art Kunstform, schon weil ich diese Distanz habe, weil es nicht meine Muttersprache ist, kann ich so als Kunstform sehen. Und wie Wörter klingen oder was sie für einen Flow haben, was für einen Rhythmus da drin steckt. Fühlst du dich denn so zu Hause in der Sprache, dass es dir leicht fällt, auch Texte zu schreiben und das auszudrücken, was dir wichtig ist? Also inzwischen schon, aber mich stört nichts mehr, als wenn mir ein Wort fehlt oder als wenn ich mich nicht ordentlich ausdrücken kann. Das macht mich echt fuchsteufelswild. Ich bin noch nie zufrieden mit meinem Englisch. Das ist vielleicht eine gute Voraussetzung auch für das Studium, ich weiß es nicht. Ja. Um was geht es in deinen Texten hauptsächlich? Gibt es ein Lieblingsthema wie Liebe? Meistens ist es ja so. Ich gebe es ungern zu, aber es ist wirklich Liebeskummer, ja? Also Liebeskummer. Liebeskummer ist einfach eine super Inspirationsquelle sozusagen. Und ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Damien Rice. Und das ist ja auch der Melancholiker schlechthin. Auch hin und wieder mit dem Augenzwinkern. Aber der hat mich sehr stark inspiriert. Seine Texte, vor allem das, was sein Gefühl da reinlegt. Und mir ist vor allen Dingen sehr wichtig, dass die Texte ehrlich sind. Und die sind bei mir schon wirklich autobiografisch, wenn man das so sagen kann. Also ich lege da sehr viel von meinen eigenen Gefühlen und Gedanken rein. Sind die Melodien abhängig von den Texten, also, oder wenn der Text da ist, kommt dann die Melodie? Also ich würde eher sagen, dass die Texte sich den Melodien beugen müssen. So, ich habe manchmal einen Text hier und eine Akkordfolge und eine Melodie hier und füge das dann zusammen. Aber es ist eher so, dass ich beim Text Abstriche mache als bei der Melodie. Denn die Melodie ist schon irgendwie, die steht schon bei der Priorität weiter oben, finde ich. Geht es dir auch so, dass du hast ja vor 2 Jahren angefangen, Klavier zu lernen, und auf deiner Website kann man ja nachlesen, dass du alle möglichen Instrumente da spielst, wobei du sagst, das ist alles ein bisschen wahrscheinlich, ne? Aber dein Hauptinstrument ist schon Gitarre. Sind die Klaviersongs anders als die Gitarrensongs? Also, ich bin jetzt nicht so der Pianisten-Virtuos, das ist klar nach 2 Jahren sowieso nicht. Und man spielt Klavier irgendwie ganz anders als Gitarre. Also, die meisten Klaviersongs, die halt einfach mehr durchgehend so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, 4/4 einfach sind, dass die entsprechend auf der Gitarre umgesetzt auch so klingen. Das heißt, Goodnight zum Beispiel habe ich auf Klavier geschrieben. Das war einer der ersten Songs, die ich auf Klavier geschrieben habe. Und
die sind auf jeden Fall ruhiger. Wo soll es denn hingehen? Was wäre denn so dein Traum? Also du studierst auf der einen Seite und auf der anderen Seite machst du Musik. Welche Karriere wäre dir denn lieber? Ich habe ja im Studium, muss ich ehrlich zugeben, keine wirkliche direkte Perspektive jetzt. Bis jetzt weiß ich noch nicht, was ich damit machen möchte. Dass ich irgendwann auf einer richtig fetten Bühne mit fetter Lightshow und sowas spielen würde gerne. Das ist auf jeden Fall, steht fest. Also ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut und wünsche mich auf diese Bühne, wenn ich ein Live-Konzert sehe von einer Band, zum Beispiel wie Coldplay oder Keen oder Muse. Okay. So, das wäre so mein Ziel. Und wenn das irgendwann klappt, das wäre echt super. Und wir haben noch einen Song aufgezeichnet und der dritte heißt? To Hurt and to be Hurt. Mit Tom Klose. Viel Spaß. Myself, I look like someone else in the mirror. I know what I did was wrong. I was just playing along. I was trying to see clearer. Well, I know what I want is you, but you never wanted to be with me. So I went for someone I knew would stay with me tonight. Make me happy. No, this life is quite absurd. We live to you hurting to be hurt. There is nothing I could say that could take your pain away, and I'm sorry. But you know I can't regret to have done something like that. It's not easy. Well, am I such an asshole too for doing what I want to do with no doubt? Well, I'm curious just like you, thinking if I only know love is all about. Though this life is quite absurd, we live to you hurting to be hurt.
Ja, Tom Klose, wir haben dich in die Sendung eingeladen, obwohl du gar kein neues Album hast. Normalerweise kommen die Musiker, um ihr neues Album zu promoten. Bei dir ist das anders. Bei dir gibt es die Songs auf deiner Website kostenlos zum Download, oder wie sieht das aus? Genau, auf tomklose.de kann man sich die Songs runterladen. Und alle anderen Informationen über dich und Konzerte, und vielleicht machst du ja auch mal eine CD. Produzent, wenn dich mal einer anspricht, wäre das interessant. Definitiv, also können dich gerne ansprechen. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart, Tom Klose. Und für Uni Danza wünsche ich dir natürlich auch sehr viel Erfolg, das Festival für die Salsa-Tänze. Und ich freue mich, dass ihr beide da wart bei JUMI TV, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.